Willkommen in Reykjavik. Iceland Air hat uns direkt von Zürich in die Hauptstadt von Island geflogen. In Húsafell besuchen wir den Naturkünstler Paul Guðmundsson. Paul zeigt uns hier Rhabarberstangen, aus denen er Panflöten baut. Wenn er darauf spielt, hört sich das so an. Aus Steinen macht er ebenfalls Kunstwerke. Auch solche, die klingen, wie hier dieses Steinxylophon. Peter Wald platziert das Mikrofon und Paul legt los. Bleiben wir auf denen und stellen wir dann weg. Und dann, um die einzustimmen, haut man auf die Steine und damit kann man. Vom Isländischen ins Deutsche und umgekehrt übersetzt der Buchautor und Sagakenner Arthur Bollason. Ja, schauen wir. Ja, das ist genau der gleiche Ton, also die. Und er war ja auch schon in der Schweiz, in dem Ebnat Kattel. Ja. Könnte er sich vorstellen, auch dort zu leben, oder muss es Island sein? Isländisch klingt nicht nur seltsam, die alte Sprache ist auch schwierig zu lernen. Woher? Da kann man kommen, schon auf Stade, wäre es mal Thema, ein alter Bester wäre hier. Nö, hier möchte ich bleiben. Es ist schön, diese Orte zu besuchen und eine Weile da zu bleiben, aber zum Schluss will ich immer hier sein. Sehr schön, danke vielmals. Wer in Island auf Klangsuche geht, begegnet immer wieder Wasser. Mal tost es braust, es gurgelt und mal ist es heiß und mal ist es kalt. Diesen breiten, denn auch nicht allzu tiefen Fluss müssen wir durchqueren, um zu Elli zu gelangen. Der Teilzeiteinsiedler lebt während der Sommermonate in diesem abgelegenen Haus, wo Peter ihn interviewt. Zu Ellis kleinem Hof gehören auch die für Island typischen Tiere, Schafe und Islandpferde. Und wieder sind wir am Wasser angelangt, diesmal am schwarzen Strand von Vík. Mehr Island für die Ohren gibt es mit Peter Wald in der Sendung World Music Special auf SRF 3.